und herzlich willkommen am Frankfurter Flughafen. Ein Video, das an einem Flughafen startet. Wow, das hatten wir echt lange nicht mehr. Wer mir auf Twitter oder Instagram folgt oder auch die Community-Beiträge ein bisschen genauer liest, der weiß es vielleicht schon. Ich habe eine Ankündigung, denn ich gehe nochmal ein Jahr lang nach Japan. Und zwar mache ich das Ganze mit einem Working-Holiday-Visum. Und weil ich irgendwie finde, dass so Vlogs vom Anreisen in ein Land oder zum Urlaub oder so immer nicht so viel Content hergeben und ich das auch jetzt schon zweimal oder so gemacht habe, wollte ich das Ganze dieses Mal ein bisschen anders gestalten und habe gedacht, dass ich einfach während der Anreise und in den ersten Tagen so ein bisschen so ein Video drehe, wo ich einfach mal drüber erzähle, wie kommt man denn dazu, ein Working Holiday Visum zu bekommen. An der ersten Station möchte ich jetzt erstmal darüber reden, wie überhaupt so der generelle Ablauf ist, also wie ist die Zeitachse, die man hat oder die ich hatte, von ich denke darüber nach, bis ich habe das Visum. Und später gehe ich dann noch darauf ein, was für Dokumente braucht man oder wie ist die Zusammenarbeit mit einer Agentur, wenn man sowas bucht. Die Timeline bzw. der Ablauf. Bei uns war es so, dass wir schon eigentlich sehr lange das im Hinterkopf hatten, dass wir noch mal ein bisschen länger nach Japan gehen wollen und auch das Working Holiday Visum schon ein bisschen länger im Hinterkopf hatten. Den richtigen Entschluss, das zu machen, haben wir so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr vorher gefasst. Also wir haben jetzt Oktober und im März dieses Jahres haben wir gesagt, okay, wir machen das. Anfangs war es dann so, dass wir erstmal uns selber mit der Idee organisieren mussten, gedanklich, und auch unser Privatleben ein bisschen vorbereiten mussten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon unseren Job gekündigt, weil wir uns gerade nebenbei ja auch selbstständig gemacht haben. Das wissen vielleicht auch die einen oder anderen. Und dadurch hatten wir das schon mal sozusagen geschafft. Aber es gab halt natürlich noch viele andere Dinge, die man in seinem Privatleben so ein bisschen organisieren muss, bevor man so ein Jahr lang halt in ein anderes Land geht. Sei es die Wohnsituation oder halt auch, was passiert eigentlich mit unseren Krankenkassenbeiträgen? Können wir die irgendwie einsparen? Weil Krankenkasse in Deutschland können wir halt überhaupt nicht in Anspruch nehmen und so. Nachdem wir das dann gedanklich alles so ein bisschen sortiert hatten und uns auch informiert haben, was brauchen wir denn aktuell alles für Unterlagen und ja für Voraussetzungen, um das Working Holiday Visum anzutreten, haben wir dann, ich glaube so 4 Monate vorher, also so im Juni, Juli dieses Jahres, haben wir dann ein Programm bei IFS gebucht, um halt mit denen zusammen nach Japan zu gehen. Bei uns war es so, dass man noch das sogenannte Uketsuke Tsumishu-Dokument brauchte. Das ist sozusagen ein Dokument, das einfach nur jemand in Japan dafür bürgt, dass ihr dort registriert seid und dass ihr dort sein dürft. Das war jetzt noch notwendig wegen der ganzen Covid-Sache und so. Jetzt glaube ich, mittlerweile braucht man es nicht mehr, aber das habe ich auch schon auf Instagram gesagt, informiert euch dahingehend bitte nochmal selbst. Bei uns war es so, wir brauchten es noch, um unser Visum zu beantragen und es war auch noch nicht absehbar, dass sich das ändert. Deswegen haben wir das Ganze über IFS gebucht, damit wir auch jemanden haben, der uns dieses Dokument ausstellt. Und gebucht haben wir das dann sozusagen im Juni schon, dass wir wissen, okay, im Oktober geht es los. Nachdem wir das Ganze dann gebucht hatten, ging es eigentlich auch schon direkt los, dass wir angefangen haben, alle Dokumente vorzubereiten. Das sind schon einige Sachen, die man halt ein bisschen vorbereiten muss. Vor allen Dingen habe ich mein Motivationsschreiben auf Japanisch geschrieben und das war aufwendiger, als ich dachte. Aber mein innerer Stolz hat es mir verwehrt, es auf Englisch zu schreiben. Für mein Studentenvisum 2016 habe ich das auch schon auf Japanisch geschrieben und ja, deswegen, es ging einfach kein Weg dran vorbei, dass ich das auf Japanisch mache, aber ich habe es auch hinbekommen, von daher. Und zusätzlich kam bei uns dazu, dass wir zwischendrin geheiratet haben und ich Max' Namen angenommen habe und dadurch einen neuen Reisepass brauchte und natürlich dann das Visum auch erst beantragen konnte, wenn ich diesen Reisepass habe und so, aber nachdem wir den Reisepass hatten, hatten wir noch 2 Monate Zeit, bevor ja, heute der Abflug ist. Und dadurch hat auch das ganz gut geklappt, dass wir dann eben, als wir den Reisepass hatten, alle Dokumente finalisieren konnten und dann eben das Uketsuke Tsumishu-Dokument beantragen konnten. Und als das dann da war, das war so 1,5 Monate vor Abflug, genau, da konnten wir dann uns darum kümmern, das Visum zu beantragen. Normalerweise geht das eigentlich auch super schnell. Gerade bei einem Working Holiday Visum hätte es so sein können, dass wir, sobald wir das Dokument haben, einfach zur Botschaft oder zum Konsulat fahren und so 2 Wochen später maximal unser Visum schon abholen können. Ja, bei uns war es so leider so, dass das Generalkonsulat in München, das ist aktuell ganz schön ausgelastet gewesen und deswegen
mussten wir einen Termin beantragen, den wir erst 2 Wochen vor Abflug bekommen haben, um das Visum zu beantragen. Und dann hat es noch mal so ein bisschen mehr als eine Woche gedauert, bis wir es abholen konnten. Das war jetzt genau vor einer Woche. Also seit einer Woche haben wir unser Visum. Das war alles ein bisschen krass jetzt am Ende. Normalerweise geht das schneller. Also dass man das Visum so 1 bis 1,5 Monate vorher schon in der Hand hat. Das fände ich, also das war bei mir beim letzten Mal so. Und ich hätte es auch entspannter gefunden. Aber das, ja, haben wir selber wahrscheinlich auch ein bisschen verpeilt, weil wir halt nicht mitbekommen haben, dass in München alles gerade so ein bisschen ausgelastet ist. Zwischendrin haben wir uns halt um die ganzen Sachen gekümmert, um die wir uns am Anfang Gedanken gemacht haben. Also was machen wir mit unserer Wohnung etc. etc. Was machen wir mit unserem Gewerbe natürlich jetzt auch, mit der Selbstständigkeit und so. Das ist halt dann Dinge, die haben wir uns am Anfang überlegt und die sind dann so zwischendrin passiert. Und ja, damit waren wir auch tatsächlich bis gestern beschäftigt. Also der ganze Auszug aus unserer Wohnung noch und so, das war alles schon ganz schön zeitintensiv. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also ein halbes, dreiviertel Jahr vorher ungefähr haben wir uns entschieden, das Ganze zu machen. Dann so 4, 5 Monate vorher haben wir das Ganze gebucht. So ungefähr 2 Monate vorher waren dann alle Dokumente soweit. Und normalerweise 1 Monat vorher kann man spätestens sein Visum eigentlich in der Hand haben. Und ja, heute ist der Abflug. Mittlerweile sind wir im Sharehouse angekommen, haben uns ein bisschen eingerichtet und aufgeräumt, sodass man das Zimmer auch zeigen kann. Das heißt, das ist die nächste Station, an der ich ein bisschen weiter über das Visum reden werde. Hier habt ihr einmal kurz einen Eindruck von unserem luxuriösen Zimmer. Yeah! Mit dem Quietsch-Schreibtischstuhl. Genau, wir haben 2 Betten, da hinten einen Schrank, wo wir gerade ganz viel Zeug einfach reingeschmissen haben. Yeah! Dann hier noch unsere anderen beiden Koffer und da hinten unsere Rucksäcke und dann einen Schreibtisch / das ist der Tisch für alles und einen eigenen Kühlschrank. Das ist alles, was wir in unserem Zimmer haben und alles andere ist sozusagen geteilt mit allen anderen Leuten, also Küche, Badezimmer, Duschen etc. Und in Station 2 wollte ich mit euch über all die Dokumente sprechen, die ihr braucht, um ein Working Holiday Visum zu beantragen. In meinem Short-Video habt ihr ja vielleicht schon so die Auflistung dieser Dokumente gesehen, aber jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die Tiefe rein zu jedem einzelnen Dokument. Als erstes haben wir den Reisepass. Dazu gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen, außer man braucht einen Reisepass, der gültig ist und der auch noch gültig ist. Ich glaube sogar bis zum Ende des Working Holidays, damit der halt nicht ausläuft, bevor euer Visum ausläuft. Ich glaube, das könnte Komplikationen mit sich bringen. Bei mir war es so, dass ich sowohl dieses Mal als auch letztes Mal mit meinem Studentenvisum einen neuen Reisepass beantragen musste. Das heißt, schaut einfach, was mit eurem Reisepass los ist und ob der noch lang genug gültig ist. Das zweite, was ihr braucht, ist ein Antragsformular, das ihr auf der Webseite der japanischen Botschaft findet. Das müsst ihr ausfüllen, wie man das so mit einem Formular macht. Und da kommt auch ein Passbild drauf. Zu diesem Passbild möchte ich dazu sagen, dass das ein ganz schön komisches Format hat. Also wir haben extra nochmal welche ausdrucken müssen, damit die eben in dieses doch eher fast quadratische Format passen. Passbilder in Deutschland sind ja eher so ein bisschen Hochformat und ja, da mussten wir nochmal ein bisschen was dran bearbeiten, damit das passt. Ansonsten ist das Formular auch nichts Besonderes. Man muss halt seine persönlichen Daten eingeben, wie man heißt, wann man geboren wurde, seine Reisepassnummer etc. All solche Dinge. Man muss auch angeben, ob und warum man schon mal in Japan war. Ich finde das ganz interessant, weil der Platz, wo man das eintragen muss, sehr begrenzt ist. Und ich meine, bei mir ging es jetzt, ich war einmal für mein Auslandsstudium hier und einmal für einen Urlaub. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ganz oft schon Urlaub in Japan gemacht hat und sich dann entscheidet, ich mache jetzt einen Working Holiday, dann ist es eigentlich interessant, ob man das da alles reingequetscht bekommt, weil bei mir war das schon mit 2 Aufenthalten nur ziemlich eng. Aber vermutlich gehen sie davon aus, dass Leute halt noch nicht so oft in Japan waren, wenn sie einen Working Holiday machen. Falls ihr irgendwas Richtung Guarantor, also Bürgen oder vielleicht auch einem Arbeitgeber in das Formular eintragen müsst, dann denke ich mal, dass ihr die Informationen auch von der jeweiligen Stelle bekommen solltet, also dem Arbeitgeber oder der für euch bürgt und den ihr da eintragt, weil das halt sehr individuell sein kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Bei mir war es halt so, dass ich auch
meine Daten bekommen habe, die ich da eintragen muss. Dann braucht man einen Reiseplan. Und das finde ich schon ein bisschen spannender bei dem Reiseplan, weil wir haben einen Reiseplan gemacht, der aber, glaube ich, ein bisschen unrealistisch ist, weil der eigentlich ziemlich vollgestopft ist. Also mit dem Reiseplan ist das auch so, der ist nicht bindend. Wenn ihr den aufstellt, geht es eigentlich eher darum, dass die Botschaft bzw. das Konsulat sehen möchte, dass ihr euch mit der Kultur beschäftigt habt, dass ihr euch mit dem Land so ein bisschen beschäftigt habt, dass ihr schon Ideen habt, was ihr machen wollt und dass ihr nicht einfach herkommt und dann hier einfach nur rumgammelt, weil dafür ist das Visum ja nicht gedacht. Also es geht eher darum, dass man da so ein bisschen zeigen kann, hey, es gibt Dinge, die mich interessieren und die ich machen will und die ich sehen will und die ich besuchen will oder sowas in die Richtung. Das ist das Wichtigste. Uns wurde empfohlen, ich glaube, so 5 Stationen einzutragen und vor allen Dingen, dass man das ziemlich ausgewogen hält zwischen Arbeiten und Reisen, weil es ja eben ein Work-and-Travel-Visum ist, dass man eben beide Sachen drin hat. Und vor allen Dingen bei den Stellen, wo man reinschreibt, dass man da arbeiten will, also in diesem Zeitraum zum Beispiel, sollte man auch hinschreiben, was man sich ungefähr vorstellt, was man arbeiten möchte oder sowas, damit eben wirklich auch klar ist, dass ihr einen Plan habt, wie ihr dieses Jahr gestalten wollt. Und ich persönlich fand auch, dieser Reiseplan hat mir geholfen, dass wir auch ein bisschen bessere Vorstellungen von unserem Working Holiday bekommen, weil ja, so eine richtige Rundreise wollen wir eben nicht machen. Wir wollen schon gern eine zentrale Wohnung haben, von der ausgehend wir das ganze Jahr dann gestalten. Das heißt, wir haben auch einen zentralen Ort, wo wir dann leben werden, hoffentlich. Dadurch hatten wir uns, bis wir den Reiseplan gemacht haben, aber auch noch gar nicht informiert, was wir denn so unternehmen wollen, zu welchen Events wir gehen wollen, etc. Und das hat uns echt geholfen, auch nochmal unsere Vorfreude halt so ein bisschen aufzustocken, sage ich jetzt mal. Einfach, dass man merkt, okay, krass, wir planen das wirklich und wir wollen Dinge unternehmen und dass man halt auch nichts verpasst, was man machen möchte und sowas. Dafür war das eigentlich ganz gut, dass wir da mal ein bisschen Rundumschlag machen. Also auch abseits vom Visum hat es geholfen. Außerdem braucht man einen Lebenslauf und an der Stelle möchte ich noch dazu sagen, das gilt eigentlich für, glaube ich, alle Dokumente, die ich hier erwähne. Am besten habt ihr die Dokumente in Englisch oder idealerweise noch in Japanisch. Das heißt, die meisten werden einen deutschen Lebenslauf haben und den müsste man dann einfach übersetzen. Ich glaube, unseren Lebenslauf haben wir auch auf Englisch gemacht. Wir haben von unserem Partner, also von IFS, einen Vordruck bekommen, den wir dann einfach ausgefüllt haben. Das haben wir jetzt fürs Visum auch genommen. Wenn ich mich jetzt hier irgendwo bewerben würde, weiß ich nicht, ob ich das nochmal ein bisschen anders gestalten würde. Aber für das Visum hat das vollkommen ausgereicht. Dann kommt für mich das aufwendigste Dokument, was man braucht. Und zwar ist das das Motivationsschreiben. Und ja, ich habe das, glaube ich, schon erwähnt. Ich wollte mein Motivationsschreiben unbedingt auf Japanisch schreiben und das hat ein bisschen gedauert. Von dem Inhalt des Motivationsschreibens habe ich es so gemacht, dass ich erstmal erläutert habe, was meine Verbindung zu Japan ist, also wie ich dazu gekommen bin, mich mit der japanischen Kultur zu beschäftigen. Dann habe ich auch von meinem Aufenthalt während dem Auslandssemester geschrieben, also was ich dort während der Zeit gemacht habe und was ich erlebt habe und was mir besonders gefallen hat oder auch ich habe auch reingeschrieben, dass es natürlich Dinge gab, die nicht so waren, wie ich sie mir vorgestellt habe oder die ein bisschen schwieriger waren, aber ich auch dadurch natürlich was über die japanische Kultur gelernt habe und auch halt mich persönlich weiterentwickelt habe, solche Dinge. Das habe ich da auch erwähnt und nach dem Abschnitt habe ich dann, also bin ich dann so ein bisschen drauf eingegangen, warum ich jetzt nochmal nach Japan möchte und was ich jetzt so die Zeit dazwischen gemacht habe, die letzten 5 Jahre und dass mich Japan und die Kultur halt eben nicht losgelassen hat, sowas in die Richtung und dass ich deswegen jetzt nochmal hier sein möchte. Ein Hinweis, den wir von IFS dann noch bekommen haben, ist, dass wir in das Motivationsschreiben reinschreiben sollen, dass wir uns an die Corona-Regeln hier in Japan halten und dass wir uns bei Problemen eben bei unserem Partner melden, unserem Ansprechpartner. Das waren so eine Standardformulierung, sage ich jetzt mal, die wir einfach mit übernehmen sollten. Und das haben wir dann aber auch nochmal so ein bisschen elegant eingebaut, dass es sich nicht so anhört wie ich schreibe das jetzt, weil ich das schreiben muss, sondern dass es halt eben im Flow des Schreibens ganz gut funktioniert. Ganz am Ende habe ich dann halt nochmal so ein paar Abschlusssätze geschrieben, warum es ja so super toll wäre, das Working Holiday zu machen. Für das nächste Dokument müsst ihr gar nicht so viel machen, außer einen Haufen Geld ausgeben, denn das Dokument sind Flugtickets. Entweder braucht ihr ein Hin- und Rückflugticket oder ihr braucht ein Hinflugticket, dafür aber eine höhere Summe dann
bei dem Finanzierungsnachweis, über den ich gleich noch reden werde, bei uns war es so, dass beide Tickets schon im Preis enthalten waren von dem, was wir bei AIFS gebucht haben. Dann kommen wir zum eben schon erwähnten Finanzierungsnachweis, was erstmal super einfach klingt, aber wo uns eigentlich gar nicht so richtig klar war, was wollen Sie eigentlich auf diesem Nachweis sehen und worauf kommt es an? Und das Wichtigste ist, dass ihr nachweist, dass ihr 2.000, beziehungsweise wenn ihr kein Rückflugticket habt, sind es glaube ich 3.000 Euro habt. Aber schaut da nochmal nach. Also Minimum ist auf jeden Fall die 2.000 Euro. Und für uns war nicht ganz klar, in welcher Form wollen sie das haben. Also es steht auf der Seite der Botschaft halt, dass sie einen Kontoauszug zum Beispiel reichen würde. Wir haben dann verschiedene Versionen von Kontoauszügen aus unserem Online-Banking rausgezogen und dann aber auch so eine Übersicht, welche Konten wir alles haben, also so mehrere Konten, die dann alle zusammengerechnet werden. Und das haben wir dann, also wir haben mehrere Sachen abgegeben und haben halt auch gesagt, so ja, wir haben da mehrere Sachen für den Finanzierungsnachweis reingelegt und sie sollen bitte einfach das nehmen, was für sie am besten ist. Am Ende war es so, dass sie diese Übersicht genommen haben, wo halt alle Konten aufgelistet sind. Und die Kontoauszüge haben sie uns zurückgegeben. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht nicht ausreicht, weil es eine sehr minimalistische Übersicht war, denke ich mal. Aber es steht halt alles drauf, vom Namen über die Kontonummer, über das Geld halt bis hin den Namen der Bank etc. Wie gesagt, nirgendwo steht so richtig, was die wichtigen Infos sind, die auf dem Nachweisdokument drauf sein müssen. Aber halt einfach nur so eine Übersicht hat bei uns auf jeden Fall gereicht. Und das letzte Dokument, beziehungsweise die letzten beiden Dokumente, die ihr braucht, sind einmal eine Auslandskrankenversicherung und oder eine unterschriebene Verpflichtung der japanischen Krankenkasse beizutreten. Ich sag und oder, weil ich nicht ganz verstehe, wie das System da funktioniert. Also auf der Webseite der Botschaft steht ein dickes, fettes oder, aber in dem Handbuch von AIFS stand auf jeden Fall, dass man beides braucht. Und wir haben auch beides vorbereitet und am Ende beides abgegeben. Also ich weiß nicht, warum sie dann dickes, fettes oder hinschreiben, aber am Ende doch scheinbar lieber beides haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei uns ist so, wir haben die Auslandskrankenversicherung auch über AIFS gebucht. Und das Dokument bezüglich der japanischen Krankenversicherung sagt eigentlich nur aus, dass man, wenn man hier in Japan angekommen ist, sich halt bei der National Health Insurance hier in Japan anmeldet. Das klingt jetzt erstmal, oh mein Gott, muss ich dann voll viele Krankenkassenbeiträge zahlen? Nee. Das ist eine relativ basic Krankenversicherung, die sozusagen vom Staat ist, denke ich mal. Das heißt auch National Health Insurance. Und die hat so Beiträge von so rund 30 Euro oder so im Monat. Also das ist wirklich nicht viel. Und das sind auch schon alle Dokumente, die ihr benötigt, um ein Working Holiday Visum zu beantragen. Gott ey, wie oft sage ich Working Holiday Visum und beantragen in diesem Video? Ich weiß es nicht. Und an der letzten Station hier in einem Park in der Nähe von unserem Sharehouse möchte ich über die Unterstützung reden, die wir von AIFS vor dem Reiseantritt und auch jetzt hier vor Ort erhalten. Nachdem wir das Working Holiday Paket von AIFS gebucht haben, haben wir tatsächlich erstmal nur eine automatische Bestätigung bekommen und eine tatsächliche Rückmeldung von AIFS, also von einer Person, von einem Mitarbeiter von AIFS, kam erst einige Wochen später. Das hat uns am Anfang ein bisschen irritiert, aber an sich ist es ja auch gar kein Problem. Also es stand doch in der automatischen E-Mail drin, dass das ein bisschen dauern kann. Und mit der ersten Rückmeldung haben wir dann einiges an Informationen bekommen. Einerseits in Dokumenten, die an der E-Mail mit dranhängen. Andererseits auch durch ein ziemlich umfangreiches Online-Handbuch, das von AIFS zur Verfügung gestellt wird. Für uns persönlich stand da jetzt natürlich nicht mehr so viel Neues mit drin, weil wir eben schon mal in Japan gelebt haben und weil wir uns eben mit Japan und der Kultur ja über die Jahre jetzt schon relativ gut auskennen. Das eine oder andere war auch für uns nochmal ein guter Reminder oder vielleicht auch ein bisschen was Neues. Ich glaube aber vor allen Dingen, wenn man noch nie in Japan war oder sich bisher nur sehr wenig halt mit der Kultur und mit dem Alltag auseinandergesetzt hat, dann ist das Handbuch wirklich sehr, sehr gut, also sehr hilfreich, stelle ich mir das dann vor, weil es halt einem nochmal auf die eine oder andere Sache vorbereitet und darauf hinweist. Ich habe mich am Anfang gefragt, wie denn die Zusammenarbeit wirklich aussehen wird, also wie halt auch die Betreuung von Seiten AIFS passieren wird, sage ich jetzt mal so. Und bei uns war es so, dass das Ganze ausschließlich über E-Mail-Kontakt lief, also es gab keine Telefongespräche oder Videocalls oder überhaupt auch gar keinen persönlichen, direkten Kontakt. Dabei war es so, dass es an sich abseits von dem initialen Informations-
Paket, sag ich mal, das man bekommen hat, erstmal nicht so viel gab. Und wenn man Fragen hatte, musste man aktiv auf IFS zugehen, was auch vollkommen in Ordnung ist, so wie es ist. Beim Dokumente vorbereiten war es schon so, dass wir ein paar Fragen hatten, die auch alle beantwortet wurden. Und wir mussten ja sowieso alle unsere Dokumente einmal abgeben, damit IFS dieses Ukiezki Tsumishu beantragen kann. Und da gucken sie einmal auch vorher auf das Motivationsschreiben und so Dinge drauf. Was mich dann beim Beantragen des Ukiezki Tsumishu tatsächlich ein bisschen überrascht hat, was bevor man das Ganze gebucht hat, nicht so ganz klar war, ist, dass der eigentliche Partner hier in Japan vor Ort dann World Unite ist und IFS selbst gar keine Leute hier vor Ort hat. Das heißt, das Ukiezki Tsumishu wurde von World Unite ausgestellt. Und auch allen Support, den man hier vor Ort bekommt, das läuft sozusagen über World Unite. Aber darüber rede ich gleich noch ein bisschen mehr. Nachdem wir das Ukiezki Tsumishu dann bekommen haben, haben wir halt dann unser Visum beantragt. Das mussten wir alles selber machen. Ich denke aber auch, wenn man dort Fragen hat, dass IFS einem unterstützend zur Seite steht. In den letzten Wochen vor Abflug war es dann so, dass man noch mal ein paar Reminder-E-Mails von IFS bekommen hat, an was man alles denken soll, was man nicht vergessen soll, dass man noch mal die aktuellen Einreisebestimmungen checken soll und all solche Dinge. Das fand ich eigentlich auch nicht verkehrt. Ich denke, insgesamt ist der Support, den man bekommt, ausreichend. Gerade für uns war es vollkommen ausreichend, weil, wie gesagt, wir hätten das Ganze auch gemacht ohne eine Agentur, wenn wir nicht das Ukiezki Tsumishu gebraucht hätten. Und was ich aber glaube, ist, dass wenn man mehr Hilfe benötigt, dann muss man aktiv nachfragen. Zu der Unterstützung hier vor Ort kann ich an sich eigentlich noch nicht so viel sagen, weil wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger den dritten Tag jetzt hier. Und wir haben bisher noch nicht so viel von der Unterstützung in Anspruch genommen und werden wahrscheinlich insgesamt auch nicht so viel Unterstützung in Anspruch nehmen. Aber ich fange mal vorne an. Als allererstes hatten wir über IFS automatisch einen Pickup-Service vom Flughafen mit gebucht. Das heißt, wir wurden vom Flughafen abgeholt. Das war für uns auch super gut, weil es gab ein bisschen Verwirrung, in welcher Unterkunft wir untergebracht sind. Und der zweite Vorteil, den man halt bei dem Pickup-Service hat, ist, dass World Unite für uns halt auch die Fahrt bezahlt hat. Das heißt, wir haben dadurch pro Person 900 Yen gespart, weil wir das halt im Preis schon mit drin hatten sozusagen. Sonst hätte man die erste Fahrt halt auch selber bezahlen müssen. Zusätzlich dazu bietet IFS bzw. ja eigentlich World Unite noch den Service an, dass sie mit einem zusammen zum Rathaus gehen, um dort die Adresse anzumelden, ein Bankkonto öffnen und auch einen SIM-Kartenvertrag mit euch abschließen. Wir werden das wahrscheinlich alles nicht in Anspruch nehmen, weil wir das alles selber machen, weil wir das relativ zügig brauchen. Denn wir sind ja nebenbei auch schon auf der Suche nach einer Wohnung und wir haben da auch schon ein bisschen was. Und um den Wohnungsvertrag zu unterschreiben, brauchen wir halt ein Bankkonto und eine Telefonnummer. Und das brauchen wir so schnell wie möglich. Wenn ihr es aber nicht so eilig habt, wie das bei uns jetzt gerade ist, oder ihr generell einfach Unterstützung wollt oder braucht, dann ist World Unite auf jeden Fall da und bietet diese Unterstützung an. Wenn man in dem Sharehouse in Tokio ist, ist das Praktische, glaube ich, dass das World Unite Office auch in diesem Sharehouse mit drin ist. Das heißt, irgendein Ansprechpartner ist wahrscheinlich in der Woche vor allen Dingen auf jeden Fall vor Ort. In dem Sharehouse hier in Saitama ist das nicht ganz so. Ich denke aber, dass man über Line schon die Mitarbeiter anschreiben kann, wenn man bei irgendwelchen Sachen Support bräuchte. Das ist eigentlich aber auch der Gesamtkonsens von dem ganzen Punkt Unterstützung durch IFS bzw. World Unite. Ich denke, dass das, was sie anbieten, vollkommen gut ist. Aber wenn man mehr Hilfe braucht, dann muss man schon halt das auch aktiv äußern. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einen ganz guten Rundumblick geben, was das Thema Working Holiday Visum angeht. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich werde die meines besten Wissens nach beantworten. Oder euch auch sagen, wenn ihr das lieber selber nochmal an anderer Stelle nachrecherchieren sollt. Weil am Ende weiß ich auch nicht alles, was das Thema angeht und will euch dann natürlich auch nichts Falsches sagen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich mich überwunden habe, in einem Park ein Video aufzunehmen. ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.